Ich kann ja nicht mal mich an. Ah, doch. Ich könnte mich. Nein, dann wiederum auch wieder nicht. Juhu! Ihr nervt mich so! Woher kommt ihr? Was habt ihr? Was habt ihr gegen den Ghoul? Hoffentlich mache ich das Richtige hier. Ich hab's nicht geschafft. Ich glaube es nicht. Ich hab's nicht geschafft. Diese eine noch. Diese eine noch. Na, was haben wir denn noch hier? Oh, cool. Wer hat denn hier gelebt? Hefe. In der Schublade. Warum nicht? Guck mal hier. Da komme ich nun wirklich nicht vorbei. Das stimmt. Das ist ein sehr schwer umgehbares Hindernis. Ja, komm. Boah! 70er muskulöser Mann. Aua. Das war schlecht. Das war schlecht. Geh ich mal mit. Kann ich meine gleich mal heil machen mit. Oh, Heilung. Apropos. Mann, bin ich schlecht. Schnell die Kommode öffnen und gucken, was da drin ist. Erste Hilfekasten, yay, mit schmutzigem Wasser, yay. Oh, Granaten könnte ich auch mal wieder benutzen. Das stimmt. Wenn ich weiß, dass die gleich kommen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Die letzten Eindringlinge. Lingelingeling. Oh. Wieder ein Loch weniger, durch das Sie hereinkommen können. Aua. Folge mir. Ich habe. Ja, da kommen Sie. Schnapp dir so viel Munition. Ja, falls du Minen hast, solltest du sie jetzt. Minen? Gerne doch. Gerne doch. Okay. So. Ah. Okay. Ich würde mal sagen, ich mache schön meinen Soweit. Raketenwerfer. Mach dich bereit. Mach ich. Da kommen sie im zweiten Stock auf der rechten Seite. Juhu. Nein, nicht dich. So. Mist, jetzt kann ich aber nichts mehr benutzen, was sonst töte ich noch die Hunde. Das ist natürlich doof. Das heißt, ich nehme mal die Kampfflinte. Oder soll ich das nehmen? So. Okay, es ist zu langweilig. das kann man ja gar nichts mit machen. Nämlich die Kampfflinte, die ich zwar nicht heil machen kann, aber. Ist es vorbei? Da kommen noch mehr. Rechts im ersten Stock. Wo? Ah, okay, da meinst du. Yay! Und der Hund fliegt oben rüber. Wie geil ist das denn? Wie genial!
Wieso? Ich hab ihn nicht umgebracht. Warte mal, wieso habe ich... Ne, die Kampfflinte war richtig. Nämlich das. Oh, ich bin gleich tot. Hehehe. Nehmen wir mal. Nein! Doch! Die Tür auf der linken Seite, im ersten Stock. What the fuck, ey? Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. So. Wow, und los geht's. Piu, piu. Und piu. Yay, verlieren Arm dadurch. Das macht Sinn. Immer wieder gut. Ich glaube, es lohnt sich nicht mehr, jetzt noch irgendwas anderes zu holen. Daher. Oh mein Gott! Nein, nein, den da wollte ich eigentlich. Ah, fuck! So, Leute, was machen wir denn mal? Wir haben jetzt Spaß mit dem Flammenwerfer. Ich mag den Flammenwerfer. Ich hoffe, die Hunde sind alle noch am Leben. Geile Hunde. Ihr seid so geil. I like you. Nein, ich finde euch so cool. Coole Hunde. So viel Tod, so viel Tod für Kinder, so viel Tod. Minigun. Nö, danke. Ich alles nicht. Könnt mich alle mal. So. Ich weiß auch nicht. Hier noch irgendwas? Nö, dann machen wir doch mal. Mal gucken, ob er irgendwas mir noch gibt oder so. Das war heftig. Ich dachte, ich kann ein bisschen strategischer an die ganze Sache rangehen. Ich weiß, es war bestimmt auch peinlich zuzugucken. Nur, ich war voll, ich meine, bis man mal umgewechselt hat, die ganze Scheiße, hat das wieder Jahre gedauert. Dann habe ich mir gedacht, komm, hau einfach rauf. Ach, mein Held, was? Hast du vielleicht gedacht, du kommst hier rein und rettest mich im letzten Moment? Da hast du dich aber gewaltig geschnitten. Ich hatte alles vollkommen unter Kontrolle und musste noch nicht einmal das Notfallsystem benutzen. Das mit Danke. Das hätte allerdings auch einige der Gemälde übel zugerichtet. Daher ist es doch gut, dass du hier warst. Ich heiße übrigens Desmond. Hallo, Desmond. Ich habe ihnen gerade das Leben gerettet. Was Notfallsystem? Die Art, die alles vor meinem Bunker niedermetzelt und eine Riesensauerei hinterlässt. Standard eben. Bunker. Aber ehrlich gesagt, ist das Notfallsystem für diese ignoranten Primitivlinge zu schade. Du kommst also genau richtig. Also, ich werde dir sagen, was ich tun werde. Ich gebe dir ein paar gute Tipps für das nächste Mal, wenn du zum dramatischen letzten Gefecht antrittst.
Das extra überlegene Verteidiger wurde hinzugefügt. Jetzt fügen Sie mehr Schaden zu und können sich besser verteidigen, wenn Sie stillstehen. Cool. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wir stehen oft still. Den Stamm. Keine Ahnung, verdammt. Vielleicht wegen ihrer bescheuerten Religion. Aber wenn ich recht habe, und das habe ich immer, ist hier was anderes im Busch. Das ist der dritte Angriff in einem Monat. Das heißt, dass es jemand auf mich abgesehen hat. Ob Mensch oder Gott, damit kommt er nicht durch. Warum sollte die wieder angreifen? Was weiß denn ich? Sie stand leer, als ich hier ankam. Hier ist genug versteckt, aber nichts, was einem Haufen verrückt gewordener Degenerierter nützlich sein Ich könnte. lehne mich mal zurück. Oh, haben Sie eine Frau? Ich bin schon verdammt lange auf der Welt, aber das letzte Mal, dass ich eine Tusse namens Nadine kannte, hatte ich noch Haut. Irgend so ein Mädchen steckte vor ein paar Wochen seine Nase hier rein, aber es lief davon, bevor ich mich vorstellen konnte. Okay. Ich habe meine Gründe, warum ich hier bin. Auch wenn ich es dir erklären würde, würdest du es nicht kapieren. Okay. Ich begreife nicht, warum sich überhaupt einer um dieses Dreckloch schert. Hier gibt es doch nur widerliche, degenerierte und geisteskranke Halbirre. Sobald ich meine Sache erledigt habe, verpisse ich mich wieder. Und zwar so schnell ich kann. Die Stammesbrüder sind ein Haufen hirnloser Schwachköpfe, die irgendeinen verrückten Geist anbeten. Was soll man über die schon sagen? Geist. Moment, nicht so schnell. Vielleicht kann ich was mit dir anfangen. Ich brauche jemanden, der etwas Drecksarbeit für mich macht. Ich schleuse dich in den Stamm. Du besorgst mir, was ich will, und ich mache dich so reich, dass dir die Kronkorken zum Arsch rauswachsen. Aber verstauch dir keinen Hirnlappen, während du darüber nachdenkst. Ich habe nicht viel Zeit. Oh, 390. Ich kann alles nochmal fragen. Von Geistern umgeben. Was ist denn Ihre Geschichte? Meine Geschichte? Ich sag dir was, Grünschnabel. Meine Geschichte hat verdammte Ähnlichkeit mit der Zunge einer Todeskralle. Meine Geschichte ist lang und verworren. Und es ist ratsam, sich nicht allzu sehr einzumischen. Kapiert? Belassen wir es dabei, dass ich in Point Lookout etwas zu erledigen habe. Hilfst du mir, kriegst du was. Glaub mir, mehr willst du nicht wissen. Hoffentlich war ich jetzt nicht schlecht, alle umzubringen. Was wissen Sie dann über die? Die Stammesbrüder sind ein Haufen hirnloser Sch. Okay. Was soll ich unternehmen? Du musst lernen, mir zuzuhören, wenn ich rede. Die schlammgeilen Matschbirnen wollen mich umlegen und haben nicht mal den Anstand, mir zu sagen, Das warum. stimmt. Deswegen musst du einen Weg finden, dich in ihre Kommune einzuschleichen und herauszufinden, was in ihren Spatzenhirnen vorgeht. Sei ein braves Hündchen, dann kriegst du vom alten Desmond eine Belohnung. Außerdem, wer weiß, was für Schätze du dort klauen kannst. Ach, ich will doch mal Belohnung wissen. Die einzige harte Währung auf der Welt. Informationen. Du bringst mir wertvolle Infos über den Stamm und ich gebe dir etwas von meinem Wissen ab. Ich habe noch ein paar Tricks, die ich dir beibringen kann, falls dich das noch nicht in Fahrt bringt. Wie kann ich mich einschleusen? Nichts einfacher als das. Jetzt gerade werden sie sich wundern, was mit ihrer Jägergruppe geschehen ist. Versteht er gar nicht. Glaubst du wirklich, dass sie mich einfach reinlassen? Das sind Leute, die glauben, ein Loch im Schädel würde ihr Bewusstsein erweitern. Nach geballter Intelligenz sieht mir das nicht Ah, dann aus. komm, passe ich nicht Geh rein. einfach zur Kathedrale und frag ganz lieb. Wenn du drin bist, suchst du den Drecksack, der den Laden schmeißt, und findest raus, was er vorhat. Ich brauche nur Informationen. Gewalt ist nicht Okay, das ist notwendig. cool. Noch nicht. Nee, dann ist es in Ordnung. Nadine? Ich bin schon verdammt lange auf der Welt, aber das. Okay. Was war das noch? Warum sollte ich für sie arbeiten? Nein.
Cool. Ich nehme dir mal alle Sachen weg. Wie immer. Es sei denn, es ist dann schlimm nachher. Ah, ich glaube nicht, dass er an seine eigenen Kisten hier rangeht. Habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Oh cool, ist das eine Minigun. Welches Geräusch ist das hier die ganze Zeit? Voll nervig. Ich glaube, ich muss mir hier ein... weil ich kann nicht mal wieder nach Hause. Das ist total dumm. Fällt mir gerade mal so auf. Flammenwerfer! Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss mir hier wirklich ein Lager machen. Wie ein Experiment. Ich speichere mal. Cool. Aus Puga. Sehr gut. Nicht schlecht. Dimpack. Eine Cola. Nein, das wollte ich nicht. Egal. Aber ich muss meine ganzen Sachen irgendwo mal abliefern. Und das wird dann wohl da gemacht. Oh, Hunde. Wo sind die Hunde? Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt nochmal durchs ganze Haus gehe. Ah, man hatte nur eine Chance. Er macht die Türen danach zu. Es sei denn, man kann jetzt einfach hier wieder durch... Ah, okay. Wahrscheinlich ist es vollkommen egal. Kann ich hier eigentlich irgendwo schlafen? Das wäre natürlich mal ganz nett. Dass er sagt, jo, du hast mir mal geholfen, ne? Aber natürlich wollen sie es nicht zugeben, die Arschlöcher. Da. Oh. Kein Platz mehr für. Und sehr schnell weg, die ganzen Gegner. Warum auch nicht? Erfordert Tür die Schlüssel. Natürlich. Wer kennt's nicht? Ich dachte schon. Bringt voll viel hier hinzugucken. Dumm. Matsch. Hey, um die Ecke gesprungen. Und dafür kriege ich auch was. Nämlich... Oh. Wirklich? Er will hier bestimmt nicht schlafen. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich wieder nicht. Oh Mann, oh. Das tat mir jetzt leid. Warum darf ich hier nicht schlafen? Warum sind hier überall Batterien? Und so viele Mützen. So viel anzuziehen. So viel anzuziehen. Wir gucken mal. Der Flammenwerfer nämlich kann repariert werden um 15. Schön, schön, schön. Und das Problem ist, hier brauche ich unbedingt jetzt Munition und... Eigentlich hat meine Rüstung gar nicht so viel abbekommen. Fällt mir mal so auf. Ach, hier gibt's nichts. Doch, hier. Juhu, ich nehme es zurück. Außer das Geld, das nehme ich nicht zurück. Das behalte ich. Doll. Cola, yay! Ja, genau deshalb. Ich denke mal, dann werde ich dieses eine Zimmer da nehmen. Da fühle ich mich ein bisschen sicher, muss ich zugeben. Nicht das Außenzimmer. Außenzimmer finde ich unsicher. Ich weiß auch nicht warum. Es ist so eine innere Sache. Das Zimmer innen. Geil, Brennstoff. Und Stimpacks. Das ist so ein bisschen, so ein Ballerspiel, ne? Man geht so weiter, kriegt Stimpacks und Munition, kann wieder ballern und weiter und weiter und weiter. Wie 15 Kohlebatterien. Was war denn mal hier? Wieso hast du nicht die ganzen armen Leute hier mal rausgehauen? Naja, war ein Musiker. Hat erst eh keine Zukunft. Oh, dis.
Ich meine, er hat alles, er war überall. Man sieht das. Er hat ja überall eingerichtet. Ich darf hier aber nicht schlafen. Warum darf ich hier nicht schlafen? Wetten, den Schlüssel kriege ich nie. Das haben sie einfach nur gemacht. Sprich mit mir. Damit man da nicht hingeht und so. Ja, verstehe schon. Brauche ich auch einen Schlüssel. Ja. Was? Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen? Was? Deine Mutter. Die geht den ganzen Weg zurück. Und auf dem Stö. So. Ja, ich hau alles weg. Okay. War ich hier schon? Stange Zigaretten. Nein. Erfordert Schlüssel. Toll. Gib mir nochmal den Schlüssel. Ich meine, sie können durch die Wand sich schlagen. Was? Warum sollten sie nicht auch die Tür durchschlagen? Wer duscht denn da? Muss ich jetzt hingehen und sie töten? Ah, ein Lag. Ich kann das reparieren. Ich bin super am Reparieren. Darf ich? Oh, okay, da oben. Von wo ich hinkomme. Aber endlich mal duschen. Ah, la 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 la. La 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 la. La la la. Das Dumme ist, wir können uns nicht nackt machen. Das kam wieder falsch rüber. Bloß mit den Klamotten zu duschen ist auch ein bisschen doof, ne? Das meine ich damit. Das meine ich damit. Kannst hier mal aufräumen. Danke. Ich gehe mal rüber und guck mal hier. Aber hier waren wir, glaube ich, überall. Ah, das Loch. Das macht mir Angst. Ich bin Bruce Donnell. War hier noch irgendwas? Oh. Geil. So eine Villa ist aber auch voll übertrieben. Mann, Mann, Mann. Ich meine, ich finde es irgendwie cool. Und für Kinder bestimmt ein richtiges ein Abenteuerspielplatz hier. Mit dem Keller und so. Das sieht cool aus. Aber, oh mein Gott, da muss man so viel Geld haben, weil ich würde es nicht sauber machen wollen. Schlüssel. Wirklich. Nur weil ich da, weil das in der Geschichte war. Wann bist du zurückgelaufen und hast es zugemacht? Sag mir das mal. Und oben jetzt auch alles zu? Oh, hallo. Tschüss. Oh, geil. Oh nein, ich kann nichts mehr tragen gleich. Stange Zigaretten. Nein! Das ist so gut. Dann hau ich lieber den. Nein, was kann ich denn mal weg? Wartet. Vielleicht schaffe ich es ja. Da. Repariert. Okay, das ist jetzt nicht so toll zu reparieren. Dammit. Jo, was kommt denn mal weg? Oh, ich könnte das Wasser trinken. Ne, hier kommt, das kannst du. Das kann weg. Die Pugafrucht auch. Freut er sich. Müsste er sich eigentlich freuen. Ah, okay. Ich erkenne zwar jetzt nichts drauf. Wartet. Aber der sieht schon was, keine Sorge. Oh. Wieder mal verdrückt. Jo, das war's. Das war wirklich nur ein Rumgeballer. Kronkorken, yay. Das ist se selten. Yay, eine Axt. Das ist nicht selten. Wirklich? Ich darf hier nicht durch. Geh doch einfach durch. Hier darf ich auch nicht schlafen. Warum darf ich nirgends schlafen? Ich meine, es ist jetzt nicht so. Oh, da bin ich.
Waffenpack. Rest brauche ich nicht. Nö. Ich meine, er will doch nicht überall schlafen. Er hat sicher ein Bett und das ist gut. Und ich darf nirgends schlafen. Das ist unfair. Ein Buttermesser. Ich brauche unbedingt gleich erstmal. Das habe ich alles. Gut, gut, gut. Schön. Das war reiche Beute, aber auch gleichzeitig sehr viel weggemacht. Und noch nicht. Oh, hallo, Geri. Und Freaky sieht ein bisschen krank aus. Autsch. Ich würde gerne Stimpack reinhauen, aber Freaky lässt sich nicht so gerne was reinhauen. Freaky stellt sich so an. Jo, das war's. Auf den Weg nach Hause machen wir dann später. Ich muss jetzt. Ich habe jetzt viel zu lang weitergemacht. Wir gehen zu ihm hier. Da fühlen wir uns ein bisschen sicher. Rare. So, nein. Hier dürfen wir auch nirgends hin. Egal. Du machst auch viel, ne? Einfach da rumstehen. Supidupi. So, das war langweilig für euch. Ich weiß, manchmal muss das halt sein bei dem Spiel. Davor war es doch interessant. Hoffe ich doch. Ja, ich konnte halt nicht. Ich war voll überfordert. Von allen Seiten kamen Gegner. Ich habe mir gedacht, was mache ich? Was mache ich? Ich habe nichts. Eine Atombombe wäre auch nicht so toll gewesen, glaube ich. Trotzdem, ich muss mal gucken, was ich mit den Waffen mache. Ob ich vielleicht bessere. Ich mag halt die richtig viel schießen. Und nicht diese zweimal nur. Also werde ich diese eine wohl wieder verkaufen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.